Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die, zweite Staffel. Wir sitzen am Fahrrad. So, ich möchte nämlich gerne heute ein wenig entweder in die Richtung oder in die Richtung. Ich habe mich schnell entschieden, ich will gerne dieser Straße mal folgen. So, nämlich, ich glaube, es ist die Straße, oder? Wir schauen nochmal nach. Ja, genau, das ist die Straße, der Breitenstraße. Folgen wir mal und sehen, wo uns das noch hinführt. So, am Tag 6 werden wir uns erst um die Horde kümmern. Bis dahin ist alles in Ordnung. Ich glaube, da war unser Startpunkt. Da war unser Startpunkt. Ja, ich weiß, du kannst dich erinnern, gell? Du kannst dich erinnern. Du bist der Gute von damals. So. Und da haben wir... Oh, ein Feuerchen. Das war das erste Questfeuer. Oh, eine leere Kiste. So. Gut, genug gefreut. Oh, das war cool. Ja, der Anfang in solchen Spielen, das ist immer super. Oder? Schon, oder? Also, ich finde es immer super. So. Oh. Waren wir da in dem Auto schon? Warum ist jetzt so hässlich? Oh. Was ich noch gerne ein Lehrer. Gut. Was ich noch gerne hätte, wäre natürlich ein Bergbauhelm. Gebe ich zu. Hätte ich gern. Würde ich gerne. Ja, ja. So, das Auto ist sicher auch leer. Nehme ich an. Ja. Bob's Bar. Ja. Da muss ich immer an Bären denken. So. Und nicht die Lieben. So, in welche Richtung fahren wir da jetzt gerade? Nein, wir fahren darauf. Wir wollen nicht darauf. Wir wollen diesen widerlichen Weg da weiterfahren. So, wer baut solche Straßen? So, super. So, was haben wir da drin? Einen Bergbauhelm. Nö. So. Ach so, da war hier noch ein Auto. So. Und jetzt? Und jetzt? Ja, ist okay. So. Wir müssen aber in die Richtung weiter. Also müssen. Wir können alles erkunden. Die ganze Welt steht uns offen. Wir sind der Einzige, der noch lebt. So. Machen wir da mal. Sehr schön. So, dann gehen wir in die Richtung. Wobei, da sind ja auch noch Häuschen. Ach. So, da sind ja auch noch Häuschen. Was sind denn das für Häuschen? Freeman. Ja. So. Gut. Also. In die Richtung. Da ist Auto. Auto. Autowrack. So. Sieht aus wie ein Parkhaus. Bus. Busbar. Hallo? Ich kann nicht sagen, warum ich mir diese Bar jetzt ausgesucht habe. Es ist eine Bar. So. Hallo. Grüß Gott. Ist da jemand? Ja. Kommen die von oben jetzt wieder? Moment, ich will noch kurz den Müll durchwühlen. So, Stripperin. Stripper-Alarm! So. So, ja, echt. Das mit diesem, mit dieser Mod, dass die Helos angezeigt werden, ist ein Wahnsinn. Das ist so cool. Das ist echt cool. Das ist echt cool. So, hallo! Ja, ihr auch noch. So. Ah, da hinten! Da guck mal! Mein Fräulein! Das ist so cool. Okay, da kommt... Oh, und noch eine Stripperin. So, er bleibt mal liegen. Ja, junge Dame. So, gut, die Dame liegt zu Boden. Die Herren trampeln auf ihr rum. Das ist kein Benehmen. Das macht man nicht. Okay. Okay. Ups, unternehmen geschlagen. So, da
könnte ich mir aber von dem Auto noch ein Stückchen abschneiden. Das wäre echt. Das ist Buzz. Und das ist seine Bar. So. Gut. Hi. Ja, Buzz. Es war deine Bar. Und jetzt gehört sie mir. Jetzt ist es meine Bar. So, wollten wir noch das Auto zerlegen? Ach, ich bin so unschlüssig. Hallo. Okay, da ist noch wer. So, schauen wir mal in der Toilette nach. Da kann man immer was Tolles abgrabbeln. Super ist das. So. Also mit Rot sieht der auch ziemlich blutig schon aus, mein Knüppel. Ist aber so. So, ja, die Sesseln, du brauchst sie nicht mehr. Buzz, du brauchst keine Sesseln mehr. So. Die kann man nicht mitnehmen. Ich würde dir alles nehmen, Buzz. Alles. Okay, da kommt der Baum durch die Wand. Das ist gut. So, ja, nehmen wir mit. Warum nicht ein Topf? Ja. Okay, den Safe könnten wir noch zerlegen. Wollen wir das machen? Schauen wir mal. Oh, okay. Bereiten wir uns vor. Auf längeres Klopfen. Oh, okay. So. Ich hätte gerne höheren Block-Damage. Da säuselt doch wieder wer. Dabei bin ich nur in der Küche. Den ganzen Tag stehe ich in der Küche und bereite den Safe vor. Ja, wir schauen uns den an. Autostamina. Ja, wir haben es aber eh gleich. Wir haben es wirklich gleich. So, ein Schlag noch, oder? Ja. So, was ist drin? Kompositor. Oh, der ist aber fest zugeschnappt. So, da waren wir drin, da waren wir drin, da waren wir drin. Ja, jetzt haben wir das auch gemacht. So, Motor brauche ich. Ich brauche einen Motor. So, das werden wir scrappen, scrappen, scrappen. Das behalten wir uns. Das scrappen wir. Scrappen, scrappen. Die können wir wegwerfen. So. Ja, jetzt ist besser. Oh, ist da noch jemand? Hallo? Ist da wer? So, Mülltonne. Ja, Steinpfeil. Hm, toll. So. Da war das Auto. Wie schaut es auf der Map jetzt aus? Okay, wir sind da, da, da. Nein, ich würde gerne noch nicht das Auto, sondern noch weiter. So, sind wir in die Richtung jetzt richtig? Einigermaßen? Ja, vielleicht noch so. Aber wir wollen ja mal den Berg hinauf. So, und dann fahren wir da. Oh! Da wollen wir natürlich schauen, was drin ist. Wobei, das kennen wir, glaube ich, schon. Ich glaube, dieses Fahrzeug kennen wir. Ja, das kennen wir gut. So. Da ist das Hotel. Ist das das Hotel, das wir schon kennen? Nö, anderes Hotel. Super. Ja, ich warte mal auf dich. So, einpacken. So, schau mal, ich habe da was für dich. Einen ganz roten Knüppel. So. Das ist doch gut, oder? So. Da sind wieder so viele drin. Ja, das ist okay. So. Okay, du komm mal her. Hi. Oh, so. Oh, Butcher Pete. Geht euch das auch so? Wenn ihr zu irgendeinem Gebäude kommt, kommt sofort so... Oh mein Gott, das ist ja das. So. Polymere können nicht schaden.
warum ich die jetzt gerade da abbauen muss, ich weiß es auch nicht. So, Roger Pete. Okay, das heißt, wir fahren mal in die Richtung. Ziel ist es nämlich eigentlich, dass ich das Dorf, die Stadt abfahren möchte, um so eine Gesamtkarte, eine Gesamtmap über die Karte, über die, einen Überblick. Dogs, na klar. Mhm. So. Wieso ist denn da jetzt so drüb? Dogs Boarding and Grooming. Da bin ich froh, dass ich da nicht mein erstes Gebäude gebaut habe. Und das ist eine Scheinerei, oder? Links. Ja, da schnell vorbei, weil Hunde, na ehrlich. Ernsthaft, keine Hunde. Pawnshop. Da könnten wir aber rein. Aber wir haben keinen Platz mehr. Wir haben keinen Platz mehr im Inventar. So, scrappen. Scrappen. Wir haben... Was? Was? Ja. Ich höre Hunde, so. Nein, da bin ich, da bin ich. Ja, fahre ich mal das zusammen. So. Von lauter Panik ging's Auto. So, ein schönes. Okay, das Erwachsenenkino, wenn man so als Dogs, schon wieder Dogs, wie viele Hunde es da gibt. Okay, gut. So, Fräulein. Ja. So, da hinten ist noch ein Fräulein. Aber wir bleiben auf dem Weg. Dogs. Mhm. So, da fahren wir da auf die Straße. Ist mir lieber. So, schauen wir da rein. Sehr schön, das war cool. Ja, ja, Dogs Boarding and Grooming. So, okay, gut. So, gut. Also, fahren wir weiter. So, kurzen Blick auf die Map. Auf die Map, ja. Links höre ich einen. So, die Straße macht hier eine Kurve. Es sieht hier aus, wie als wären hier dann die Privathäuser. Da können wir dann auch schön plündern gehen. In Privathäuser. Super ist das. So, da endet die Straße. Unmotivierterweise im Nichts. So, aber hier sind Privathäuser. So, an ihm fahren wir da vorbei. Er hat Anzug an, ihn stören wir nicht. Der hat einen Termin. So, da beginnt wieder eine Straße. Unmotivierterweise. So, wir schauen mal da auf die Map. Super. Und da vorne geht's weiter. Ist das der Hammer, wie riesig diese Stadt ist. So, wobei, da sind wieder nur mehr Schrottplatz-Dinger und Dogs. Ich traue mich da fast nicht einmal vorbeifahren wegen... So, da gibt's Burgers. Da ist wieder sein Hotel. Motel 8. Ja, würde ich auch gern, würde ich gern, aber nicht im Moment. For later. So. Okay, das sind auch noch Häuser. So, das heißt aber, der Zeitpunkt ist gekommen, dass wir zurückkehren. Also, Map öffnen. Wow. Wow, wie groß sich diese Stadt sieht. So. Also, wenn wir hier... Moment, das ist die falsche Richtung, oder? Ja, ist zwar eine große Straße, aber die fahren wir nicht. So, hier wieder vorbei. Ja, Autofriedhof, Hunde. Mhm. Ach, die Hunde. Widerlich, diese Hunde. Wir schauen da mal. Okay, und da vorne, wo die Straße endet, biegen wir nach links ab und fahren in einem Bogen zurück. Wie gesagt, es geht nur ein wenig um Erkunden auch zu sehen. Ja, 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 ein wenig Erkunden. Das kann nicht schaden. So, da vorne endet die Straße. Hier haben wir so ein Gebäude. Wir haben hier überall Gebäude. Ja. So. Ich habe nicht mal das Fahrrad, aber wie... Oh, eine Kirche.
So, das Fire Department sieht aber anders aus als unseres. So, die Kühe. Sehr gut. So. Eine Kirche, was soll schon sein? Mit einem Friedhof daneben. So wie sie es gehört. Da steht schon einer auf. So, da haben wir Nägel. Das ist auch gut. Ja, ich stehe auf diese Mod. So. Ja. Kommt und geht. So. Dann würde ich sagen, okay, wir reisen wieder Richtung zurück. Okay, da ist noch so ein blaues Haus. Das könnten wir uns auch noch. Aber wir haben keinen Platz im Inventar. Was ist das hier? Oh, ein schöner Autofriedhof. So, kurz noch ins Inventar. Es ist Mittag. So, dann fahren wir die Straße. Oh. Welch Zufall. Zuckerstange. So, das kann man nämlich scrappen. Jagdgewehr. Ja. Zuckerstange. Ja, 43. 45. Tut mir leid, liebe Zuckerstange. Oh, da war ja noch was. Da, scrappen. So. Ja, toll. So, gut. Ah, da geht er ja. The Private Pete. So. Schön. Ups. Das ist aber ziemlich zusammengefallen. Wow. Ich mag das irgendwie, da so durchfahren, erkunden. Ich hätte gerne ein unendliches Inventar. Das wäre jetzt schön. So, da ist nämlich das Hotel. Und dahinter, dort. So. Ist das mein fucking Stiffladen? Das ist mein Working Stiffladen. So. Gut, dann wieder zurück. Wir haben ein wenig die Map erkundet, aufgedeckt, besser gesagt. So. Alles gut. Die Bäume sind schon groß, bald können wir sie wegräumen. So. Und zwar, also, erste Horde nach, Gedanke war... Wir verbringen die erste Horde-Nacht hier am Trailer und bauen uns dann eine Base. Entweder hier mitten rein, so, da, über die Kreuzung, Festung, oder hierher. Aber mir gefällt das eigentlich hier über der Kreuzung ganz gut, weil da kann ich die Straßen mitverwenden. So, wir haben das. Dann haben wir noch, was haben wir noch, was da reingehört? Das gehört rein. So, da unten, wir haben das. Ja, das. Ja, so, super. So, trübes Wasser, normales Wasser, Glaskrug. Wobei, wir nehmen uns einmal das normale Wasser, da, so. Und benutzen auch einen Verband. So, jetzt können wir bald kochen. Wobei, machen wir das gleich, werfen wir gleich das Feuer an ein wenig. So. Ja, werfen wir gleich das Feuer an. So. Wir haben. Wir brauchen jetzt mal einen Kochgrill. Wir brauchen das. Und wir nehmen auch einen Messbecher. Ja, wir haben nämlich Messbecher. Hehe. So. Dann räumen wir das noch weg. So. Jetzt haben wir auch schon 12 Reparaturkits. Das ist ganz ordentlich, würde ich sagen. So, also. Nein, ich habe noch gar kein Lagerfeuer. So, na, dann machen wir uns schnell eins. Also, Lagerfeuer. Hier fertigen. So, die restlichen Steinchen packen wir da wieder rein, schnell. So, Lagerfeuer haben wir jetzt da. So, Lagerfeuer. Hier platzieren wir es sicherheitshalber. Da kommt das rein. Dann kommt das hier rein. Dann werden wir Wasser produzieren. Aber wir werden natürlich nicht 133 produzieren, sondern wir werden 90 produzieren. Super.
So, dauert 9 Minuten ausschalten. So, 60, 30, 15. Super. So, eine mehr? Ja. Einschalten. So. So, das rein. Trübes Wasser da zurück. Dann haben wir da sicher noch irgendwie uns verklickt mit Sachen. Nein, haben wir nicht. Alles ist gut. So. Super. So, nämlich, also ich stelle mich mal auf der Map genau auf den Ort, wo ich mir gedacht habe, da drüber bauen wir die Base. So, hier. Oder? Wäre doch schön. So, dann werden wir mal Bäume fällen. So. Ja, aber eh nicht viele, nur wir sind ja schon fast am Folgenende und es würde sich jetzt nicht rentieren, jetzt zum Beispiel eine Trader-Quest anzunehmen oder noch ein Haus zu zerlegen. So, ja komm, jetzt. So, dann ihm hier noch. So, deswegen hacken wir jetzt noch ein paar Bäumchen um. Müssen noch nicht viele sein. So, als nächstes werde ich mir dann für den Trailer schon ein paar Gitterchen craften. Für die Horde-Nacht. So. Ja, ich will den Zombies in der ersten Horde-Nacht noch keinen epischen Kampf liefern. Habe überhaupt kein Interesse daran. Tatsächlich nicht. Sondern ich möchte einfach nur die Horde-Nacht hinter mich bringen. Und dann die Base schön aufbauen. Schön aufbauen. Schön. Schön, schön, schön soll sie sein. So. So, dann haben wir hier. Dann die Ecke kommt hier. So. Da. Dann kommt hier. So. Hier. Und fertig. So, dann nehmen wir die zwei auch noch weg. Na, 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 na. Oh, großartig. So, und deswegen ist das hier eigentlich relativ egal. Ich hoffe nur, die Zombies zerstören meine Kisten nicht. Das wäre ja echt schlimm. Aber ich gehe mal davon aus, das tun sie nicht. Weil es gute Zombies sind. Sie wollen mich stolz machen. Ansonsten würde ich nämlich die Kisten schnell auf dieses Feuergewehrgebäude da oben drauf übersiedeln. So. Ob das jetzt besser ist, weiß ich auch nicht, aber da kommen sie nicht so schnell auf. Nee. So. 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 Aha. So. So, dann holen wir uns hier noch den Baum. So. Ah, das war gut. So, und dann sollten wir vielleicht auch schon Fleischsachen treffen, also Nahrung. Wir benötigen vielleicht auch bald Nahrung. Ja, vielleicht aber wirklich. So. So, und zwar, wenn ich mir jetzt das Fleisch und die Eier nehme, dann ist es überhaupt super, dann schaue ich da rein und sage Schinkenspeck. Und jetzt würde ich 19 sagen. Und dann ist natürlich die Frage, ist das okay? So, die brauchen nämlich noch 3 Minuten. Das heißt, ich würde da so... So, das brennen, Junge. So. Dann das rein und das und das und das. Und da würde ich jetzt mal ordentlich trinken. Wie viel haben wir denn? 94, okay. Dann trinken wir gleich weiter. So, es deckt nämlich. Ja, einer geht noch. So. Dann machen wir das rein und das Leere kommt hier rein. So, und da. Wow, 1000 und 800.
Und wir haben Forges bereits. Apropos Forges bereits. Wie war das? Ich habe es jetzt gerade vergessen. So, Werkbank. Schraubenschlüssel, wir haben alle Sachen. So, ich habe das erforderliche Rezept nicht erlernt. Also, ich nehme an, ist das unter Advanced Engineering? Workbench, na klar. So, dafür brauche ich Level 25 und Intellekt 5. Intellekt hätte ich hier. So, das werden wir mal kaufen. So, Cardio. Stamina Regeneration. Ja, Agility. So, Living of the Land, das haben wir auch schon. Habe ich zwei Items. So, Healing Factor, den könnten wir jetzt mal machen. Und wir haben keine Punkte mehr. Super! Da schaue ich und schaue ich. Ach ja. So, das ist super. Das läuft von allein. Und direkt daneben empfohlen ist. Das ich bisher gar noch nicht benutzt gehabt habe. Ich habe es nicht benutzt. So, das habe ich jetzt benutzt. So, dann würde ich sagen, super. Wir hacken hier noch bei den Phasen ein bisschen rum. Ein bisschen. So, da hinten ist die Madame. Die ärgert sich gerade über irgendwas. Ja, vielleicht sollte man sie erlösen von ihren Qualen. Wahrscheinlich sogar. So. Und ich hätte gesagt, bei Tag 6 gehen wir mal hin und richten den Trailer her. Also, Tag 6. So, Gemütlichkeit. Oh! Oh, so viele Besucher! So schön! So, oh, da ist ein Nest. Da habe ich noch nicht reingeschaut. So, lass mich mal da reinschauen. Oh, ein Ei war drin. Da war ein Ei drin. Da war ein Ei drin. Da war ein Ei drin. So. Gut. Da. Sehr gut. Oh, die gute Dame kommt auch, die will das Ei sehen. Pass auf. Junge Dame, im Nest vorher da. Ja? Das Nest vorher. Ja, da war ein Ei drin. Wirklich. So, pass auf. Hier, das Ei war da drin. So. Dann werden wir den da noch runternehmen. Von der Wiese. So. Super. Und wir sind bei 16 Uhr. Großartig. Ah, ja. Schön. So, out of stamina, ja. Aber ein wenig geht noch. Ja, komm, du hältst das aus. Du bist ein starker, großer Junge. Super. So. Da war ein Ei drin. Ist da auch ein Ei drin? So. Ich habe einen Fertigkeitspunkt bekommen. Haha. Ja, mit dem werde ich ein Fest feiern. So. Da. Wenn ich keinen Bogen dabei habe, brauche ich auch die Stahlpfeile nicht. Schlüssig. Also, Stahlpfeile. Super. So, ich habe aber auch eine Schrotflinte und habe, ja. So, wobei, da habe ich wenigstens das dabei. Ja, das ist okay. So, wir schauen da mal rein. Ja, da grillt noch das letzte. Grillt das letzte Wasser. So, und dann werden wir da noch was trinken. Ja, okay, wir sind ziemlich voll mit dem Wasser. Gut, dann können wir das zurückräumen. Ja, das brauchen wir dann nicht. Nein, das brauchen wir nicht. So, gut, haben wir alle Steinblöcke da drüben weggenommen? Ich glaube, ja. So, da hinten sehe ich noch einen, aber... Ja, okay, den nehmen wir noch. Also einen drei. Nee. So, den nehmen wir noch mit. Ja, komm. Oh. Junge, du und deine Ausdauer. So, gut. Kommt ganz schön viel Blei auch rum, aber ich glaube, wir werden das alles brauchen. Das ganze Blei werden wir brauchen.
Ja. Ich bin bereit. Ziemlich viel Eisenbruchstücke kriegen wir da auch raus. Das ist wirklich schön. So. Was hat der Trader noch gehabt? Eine Chemiestation? Ach, wir werden es herausfinden. So, da. Jetzt noch er. Ja, gleich, komm, gleich bist du's. Super. So, und der eine Block noch. Das ist gut. So. Ja, du darfst keuchen, aber du musst den Block zerschlagen. So, 17:11 Uhr, das ist gut. 17:11 Uhr, super Tag 5. Interessant. Sehr gut. Jetzt haben wir es geschafft, oder? So, Paper. Ja, da schauen wir uns später an, das Papiergeschäft. So, den Steinblock noch. So, natürlich hätte ich lieber gerne eine Stahl-Axt, aber eine Eisenaxt. Super. Und alles ohne Base. Alles ohne Base. Keine Base gebaut. Eine leere Sporttasche. Super. Warum? Warum? Ich habe euch doch gar nichts. Ich will hier nur den Baum fällen. Wirklich? Und ich habe was in der Tasche. Möchtest du mein Ei sehen? Oder du? Ups. Du? Ich muss das auch mit dieses Skullcrusher machen, mit diesem, dass der Schädel zerplatzt. Ja, weiß wichtig ist. Au! Du bist gelähmt. Und du bist tot. Oh, junge Dame. Ich wollte einfach nur den Baum fällen. Man stört einen Mann nicht beim Baumfällen. Das ist eine schöne Laterne dort. Was da? Schöne Laterne. Leere Sporttasche. Leeres Vogelnest. Verdammt. Eine schöne Laterne. Das ist eine sehr schöne Laterne. Mein Waffenladen. Na gut. So. Bevor wir da wahnsinnig viel weiter tun, würde ich sagen, wir laufen jetzt noch zurück. Oh ja, komm, du mit deiner Ausdauer. Dein ewiges Ding, die Ausdauer. Ach ja, so. Und da noch. So, den Stein noch. So, wir haben aber schon, oder? Wir haben doch schon. Ja, klar haben wir schon. Einen Punkt haben wir. So, wollten wir da ständiges Herumschalten? Nein, hier, nein, doch hier. So, auf dem letzten Advanced Engineering, genau. Workbench mit Level 25 und Intellekt 5. Intellekt, ja. Ja, so. Alles gut. Was ist, wenn man jetzt. Wenn es mir Spaß macht. So. Super. So, und jetzt schauen wir auch gleich. Moment, habe ich Samen? Ja, aber die falschen, die will ich nicht einsetzen. Die Bäume sind nicht schön. Also, die schon, diese anderen. So, was haben wir da drinnen? Moment. Widerlich. So. Da. 1300 Holz ist okay dafür, dass man eigentlich gar nicht jetzt so richtig so. Ja, die ist okay. Die werden wir uns aber reparieren, glaube ich, für die Horde Nacht. Wobei. Nein, brauchen wir nicht. Nein, brauchen wir gar nicht. Brauchen wir gar nicht. So. Da ist alles fertig. Also, ich spiele mit Ei. Ah.
So, es deckt ja ohnehin. So, dann legen wir das dazu. So. Ah, Gott sei Dank. Sind das die falschen Bäume? Oh mein Gott, das sind, glaube ich, die falschen Bäume. Oh, die wollte ich nicht setzen. Da sehe ich ja nichts. Ja, dann muss ich sie alle fällen. So, da habe ich dann ein Nachtprojekt. Kein Nacktprojekt, ein Nachtprojekt. So, dann setzen wir die drei auch gleich dazu. Oh, super. Das wollte ich echt nicht. Nö, 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 das wollte ich nicht. Sind das wirklich die? Nö, oder? So. Ja. Naja. Gut, wir warten mal, bis sie wirklich größer sind. So. Also. Ah. Dann sage ich mal Dankeschön fürs Dabeisein. Das ist unsere bisherige Base. Großartig. Und ich bin zufrieden damit. So, ich sage danke fürs Dabeisein und bis zur nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.